Taylor muss mehr machen, er muss etwas versuchen. Er muss eigentlich, um ehrlich zu sein, sogar einen Knockout kriegen. Zu seinen Gunsten gegen Arthur Abraham. Aber ich habe von seinen Finisher-Qualitäten gesprochen und da gibt es in der Tat, wer zuletzt 2005 kurzrundig gewonnen hat, oder vorzeitig, ganz wie Sie wollen, einige Zweifel. Da liegen die Vorteile nun eindeutig bei Arthur Abraham, der sich im neuen Limit mit diesen 3,5 Kilo mehr sehr gut zurechtgefunden hat. Wo bleibt er? Der Schlusssport von Taylor. Stattdessen ist Abraham da. Und wer ihn kennt, der weiß, dass er jetzt noch eines will. Er will diesen K.O. haben. Ganz klar. Hart mit links getroffen. Trocken kurz. Dann abgeschlossen zum Kopf. Mit rechts. Nach 50 Sekunden. Was für ein großes Finale von Arthur Abraham. Zwei Punkte für einen Sieg. Drei Punkte für einen K.O.-Sieg. Und noch eine halbe Minute. Schüttelt diese rechte Hand von Taylor weg, als wäre es nichts gewesen. Der die Anfangsphase des Gefechts bestimmt hat. Der dank der härteren Hände, aber jetzt auf dem Boden liegt. Was für ein krachender Knockout. 10 Sekunden vor dem Ende. Arthur Abraham ist ins Turnier gestartet und wie, aber unser Blick gilt jetzt natürlich erstmal German Taylor, der schwer, sehr schwer getroffen wurde. Und damit in den letzten 5 Kämpfen jetzt seinen dritten schweren K.O. bekommen hat. Er steht wieder, Gott sei Dank. German Taylor ist wieder auf den Füßen. Das ist erstmal die wichtige Botschaft. Und natürlich freuen wir uns mit Arthur Abraham. Und das kann nun wirklich nur er. Solch ein Timing, solch ein Finish. Interessant übrigens, dass auch in den USA international neben Kessler Arthur Abraham, und hier ist er gerade zu sehen, der Däne, als klarer Favorit für dieses Turnier gehandelt wird. Das wäre natürlich für die Sauerländer eine Wahnsinnsgeschichte, mit zwei Mann vielleicht im Finale zu sein. Aber wo bin ich jetzt schon gelandet? Ich rede über das Jahr 2011. Wir sind am 17. Oktober 2009. Es ist der Auftakt und Kessler hat einen guten Auftakt in dieses Turnier gesehen. Daran kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Der Vater hier unten mit den grauen Haaren nimmt die Glückwünsche entgegen. Es gab übrigens, auch das sehr schnell gesagt, weil immer wieder berichtet wurde, gab es noch nie. Es gab natürlich schon mal eine ähnliche, vergleichbare Geschichte bei der WBA, als damals Muhammad Ali wegen Kriegsdienstverweigerung seinen Titel verlor. Da gab es so ein Nachfolgeturnier mit Mildenberger gegen Bonavena und der Niederlage. Und es gab eben nach dem Erfolg von Jimmy Ellis dann seinem Sparringspartner von Muhammad Ali wirklich Jahrhundertkämpfe. Und das ist die Parallele zu heute. Aus diesem ersten wirklich großen Kampf heraus kann sich nach dem Niederschlag in der 12. und letzten Runde ein ganz großes Turnier entwickeln und es gibt jetzt schon neben Arthur Abraham einen Gewinner. Das ist das Boxen. Wir freuen uns auf weitere solche hochdramatischen Duelle, dass es so spannend wird und dass es so spektakulär endet. Das hat alle Erwartungen deutlich übertroffen.
Wir wollten unbedingt mit einem Sieg starten, hat Uli Wegner gesagt. Und für mich? Auch das hat er unterstrichen, ist Arthur Abraham der Favorit. Nach dem Kampfausgang hier von Berlin setzen wir mal ein dickes Ausrufezeichen hinter die Behauptung. Im Moment nicht angefangen, aber jetzt sehen wir es auch hier. Sehr schön, German Taylor steht, läuft, redet mit den Leuten aus seinem Camp.